Lebenstraum Hawaii. Sie sind die bekanntesten Auswanderer Deutschlands und seit 6 Jahren glücklich in ihrem Paradies. Manu und Conny Reimann. Und als Experte in Sachen Glück darf Conny hier auf Oahu sogar offiziell Paare trauen. Heute ist es wieder soweit. Deshalb finden wir Conny morgens auch ungewöhnlich nachdenklich, wenn nicht sogar besinnlich vor. Es ist der Tag der Trauzeremonie und der Standesbeamte Conny feilt an seiner Rede. Naja, ich habe ja jetzt auch gerade, ich spreche ja ihr Zusammentreffen an, wie sie sich kennengelernt haben und ihren Heiratsantrag zum Beispiel und an ihre Heirat. Und wenn sie da dann auch in dem Moment vielleicht zurückdenken, dann denke ich schon mal, dass das auch eine bleibende Erinnerung ist für die Zukunft, dass sie auch dann an diesen Tag heute wieder sich erinnern. Das habe ich auch irgendwo habe ich das geschrieben, dass wenn die mal Theater haben, dann sollen sie sich mal mit einer Flasche Wein an den Strand setzen und mal überlegen, ob dieses Theater wirklich notwendig ist und wie schön das war mit dem Heiratsantrag und dann ihre Heirat auf Maui und dann eben halt heute hier. Vielleicht ist das, hilft das ja ein bisschen. Manu ist deutlich geschäftiger unterwegs. Als Blumenmädchen, musikalischer Hauptakt und Weddingplaner ist sie für die Organisation zuständig. Das hier ist eine Lei und auf Hawaii ist es ja sowieso schon Tradition, dass wenn jemand auf der Insel ankommt, dass er eine Lei bekommt. Das ist normalerweise eine Blumenlei. Das hier ist aber eine besondere, die wird aus dem Tea Leaf gemacht. Das ist ja hier so, ich sage jetzt mal, die heilige Pflanze. Und der Bräutigam hat zum Beispiel eine Lei, die nur aus dem Tea Leaf geflochten wird. Und für Conny habe ich jetzt die besorgt, weil er ja nun auch der Standesbeamte ist, muss er ja auch eine besondere Lei haben. Conny, guck mal, die Lei hier habe ich dir besorgt. Die ist mit Tea Leaf und mit diesen, ich weiß gar nicht, welche Pflanze das hier ist. Die wächst bei uns in Gärten. Ja, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Naja, auf jeden Fall. Pflanze. Das ist deine. Ich weiß ja nicht, was du anziehen möchtest. Ich ziehe ein Hawaii-Hemd an, ne? Oh, okay. Und soll ich dir mal eine Szene vorlesen? Eine Szene, ja. Guck mal. Nina muss mir ja auch nachsprechen, ne? Ja. Soll ich das jetzt mal üben? Wollen wir das mal üben? Ja, okay. Du bist jetzt Nina. Ja, ich bin Nina. Okay. So, ich lese es vor. Ja. Ich, Nina, werde immer an deiner Seite stehen. Werde immer an deiner Seite stehen. Mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Mit all meiner Liebe werde ich immer bei dir sein. Oh, mit all meiner Liebe werde ich immer bei dir sein. Und niemals mehr wirst du alleine sein. Oh, das ist niedlich. Also Conny nimmt das auf jeden Fall ernst, weil er möchte das ja auch schön sagen und er möchte das auch gern mit seinen eigenen Worten sagen, vielleicht auch mit einem kleinen bisschen Humor, aber trotzdem eine Ernsthaftigkeit, weil es ist ja nun, ja, so eine Hochzeit ist ja nun kein Witz, sondern es ist ja was Ernstes auch. Und, aber ich denke mal, dass er die gute Mischung finden wird und ich bin sehr gespannt, wie die Rede wird. Ich möchte auch noch mal heiraten. Ich möchte, dass du sprichst. Das geht zwar nicht. Du kannst dich heute Abend im Schlafzimmer noch mal verheiraten. Du kannst ja vorher aufnehmen und dann gucken wir uns das an. Pass auf, heute vor dem Zu-Bett-Gehen. Ja. Ne? Machst du mir noch mal einen Heiratsantrag? Dann mach ich dir einen Heiratsantrag. Genau so. Okay. Ja. Okay. Bin ich ja mal gespannt, ob du dich da noch Hochzeitsnacht brauchen wir nicht machen, weil wir sind ja jeden Tag im Bett. Aber... Oh, so als Idee, ne? Und danach mache ich dir den Hengst. Okay. Ich glaube, ich gehe mal Bananenbrot backen, bevor hier noch andere Ideen entstehen. Ich freue mich jetzt wirklich sehr auf diese Gesamtrede, weil wenn dieser kleine Teil schon so schön ist, ja, bin ich mal gespannt, wie der Rest so ist. Weil er schreibt und schreibt und schreibt, hat auch schon mehrere Seiten vollgeschrieben. Also ich bin da wirklich gespannt, was er da so alles so zusammengetragen hat. Aber erstmal müssen die Vorbereitungen getroffen werden. Manu backt den Hochzeitskuchen. Und Conny holt seinen Hochzeitsbogen vom Speicher. Seine Mini-Kirche sozusagen. Ja, also unter diesen Bogen, den haben wir ja vor ein paar Jahren schon mal gebaut. Da hat also Janina und Kohlmann sich das Jawort gegeben. Aber der kommt eben halt in die Jahre. Der ist so flatterig. Und wenn ich jetzt damit zum Strand will, ich glaube, mir fällt auseinander. Dann mache ich jetzt eine einfache Version von, die man dann auch mal den nächsten wieder einfach nur zack, zack dahin.
Wer weiß, vielleicht muss ich ja sowas nochmal machen, irgendwo am Strand. Dass Conny überhaupt Paare trauen darf, hat er einem Online-Kurs zu verdanken, den er vor ein paar Jahren absolviert hat. Ja, also wer jetzt diese Idee hatte, dass ich da so eine Lizenz für bekomme, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist schon zu lange her. Auf jeden Fall hatten wir dann irgendwann gedacht, ja, das ist doch auch mal ganz lustig, das können wir vielleicht auch machen. Und dann, aber guck, das kann man alles online machen, muss ein paar Formulare ausfüllen, ein paar Zettel und so. Und dann kriegst du irgendwann, musst auch Geld bezahlen dafür, und dann kriegst du dann irgendwann deine Urkunde, Bestätigung, dass du im Namen der Church of Life kannst du dann die Leute verheiraten. Ne? Ja, passt. Gut. Alles, was Conny für die Zeremonie braucht, wächst in seinem Garten. Ein Standesbeamter mit Motorsäge wirkt natürlich trotzdem etwas seltsam. Ja, also heute benutze ich die Palmwedel und schmück damit diesen Arch, den ich da gerade präpariert habe. Ne? Manu geht nachher los und guckt noch mal hier im Garten nach Blumen. Und ich mache eben halt Grünzeug. Wird noch mal geübt. Zusammen mit dem Bräutigam, ihrem Ukulele-Lehrer Patrick, bildet Manu den musikalischen Hauptakt. Da sie selbst erst seit einigen Monaten spielt, ist das Risiko, sich zu verspielen, groß. Etwas anderes macht ihr allerdings noch mehr Sorgen. Ja, also das Einzige, was wir natürlich nicht kontrollieren können, ist das Wetter. Also wir haben jetzt die ganze Zeit schönes Wetter gehabt und jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch heute so ist, dass dann nicht auf einmal plötzlich so ein kleiner Regenschauer kommt oder ein kleines Stürmchen oder so und der Hochzeitsbogen umgeworfen wird. Das wäre so das Einzige, was da so schief gehen könnte. Alles andere kriegen wir schon irgendwie hin. Sehr schön. So, ich habe jetzt geübt. Besser wird's nicht. Naja, gut, ich meine, das wird schon gehen. Ja, denke ich auch. Du hast deine Rede. Ich sammle mir da den Wolf. Ich habe mein Lied geübt. Ja. Du hast schon den Hochzeitsbogen gebaut, auseinandergenommen. Ich muss noch Blumen schneiden. Ja, Palmbeetel habe ich schon, okay. Die liegen schon nebenan. Mhm. Die packe ich gleich im Bus rein. Hast du so ein Seil? Tüdelband habe ich. Okay. Und dann können wir los. Mhm. Noch 3 Stunden bis zur Hochzeit. Dass ausgerechnet Conny Hochzeitsexperte wird, ist schon ulkig, denn er selbst wollte eigentlich gar nicht heiraten. Es ging ja auch vorher fast 15 Jahre lang gut. Damals in Deutschland war es nicht notwendig. Das ist nicht so tragisch. Ne? Aber in Amerika, da liegen die ja sehr viel Wert drauf. Und da Manu ja die Green Card gewonnen hat, hätte ich praktisch nicht mitgekonnt. Also muss man heiraten. Also wir waren uns schon klar, dass wir irgendwann heiraten würden, aber es war nicht so unbedingt notwendig. Ne? Und ist ja nun mal so, auch wenn du Kinder hast, ist überhaupt nicht notwendig heutzutage. Kostet nur Geld, wenn man sich wieder trennt. Blumenmädchen Manu wildert derweil in Connys Blumengarten. Der lässt sich auch an diesem Tag nicht aus der Ruhe bringen. Seine tägliche Naptime muss sein. Obwohl er langsam richtig aufgeregt ist. Conny? Mhm. Guck mal, meinst du, das reicht? Nein. Nein? Ich will jetzt nicht. Weißt du, wie groß der Arch ist? Ja, aber da machst du doch auch noch Blätter dran. Ich will jetzt nicht alle Blumen von uns abzwacken. Mein Engelchen, die wachsen noch alle nach, die Blumen. Nächste Woche sind die alle wieder da. Ich glaube, du musst die doppelte Menge mitnehmen. Okay. Mit ein paar Blumen mehr macht sich das Festkomitee auf den Weg. Von einem kurzen hysterischen Anfall abgesehen, meine Schuhe passen überhaupt nicht zu meinem Kleid, aber wie gut, dass man hier barfuß läuft. Verläuft die weitere Fahrt ohne Zwischenfälle. Da die Zeremonie direkt am Strand stattfindet, muss alles dorthin geschafft werden. Bräutigam Patrick hat genaue Vorstellungen. Besprecht immer, wo das überhaupt hin soll. So, guck mal. Ich dachte, direkt in diesem U, da dachte ich, da könnten wir uns direkt reinplatzieren. Ja. Dann stehst du quasi mit dem Rücken zum Meer
Und wir, das passt gut, ja, stehen davor, gucken aufs Meer drauf, die Gäste hinter uns im Rücken. Also der Archer ist bis jetzt, ist ja noch nicht fertig, aber bis jetzt ist er schon wunderschön. Die Blumen, die Manu mitgebracht hat, sind auch traumhaft. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Stattfinden soll das quasi genau hinter mir. Solange die Braut sich noch schön macht, können Patrick und Manu noch mal ihre Überraschung besprechen. Bist du vorbereitet? Ja, dann nehme ich meine Ukulele einfach gleich zu meinem Platz. Genau. Dann habe ich das alles da. Mhm. Okay, ja. Super. Ich habe geübt, nochmal. Ja? Ja. Gut. Lief letztens schon gut. Ja, hat sich nichts dran geändert. Also die zwei Dinge, aber das weißt du ja. Ja, genau. Kannst dich ja drauf einstellen. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt hier alles so wird. Jetzt muss schnell Connys Minikirche an den Strand, bevor der zum Sonnenuntergang wieder von Touristen bevölkert wird, die meistens so gekleidet sind wie Conny gerade selbst. Sieht so ein hawaiianischer Standesbeamter aus, Conny? Nee, also ganz ehrlich, da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe das aber auch irgendwie komplett vergessen. Ich mache das ja nicht täglich. Ich habe auch noch so eine Robe hier, so ein Ding. Ne? Ich habe ja auch noch einen Rock, den kann man auch noch anziehen. Aber gut, so geht das ja auch, denke ich mal. Ne? Also wenn wir jetzt eine hawaiianische Hochzeit machen, dann müsste ich das andere. Ich habe auch so eine Krone noch, aber wir sind ja hier unter Deutschen. Ne? Aber eins ist jetzt schon klar. Niemand wird nach dieser Zeremonie von Connys Outfit reden. So, ich durchlaufen. Ich geb denen ein Zeichen. I do the sign. And then they start walking. Is everybody ready? Nur ein paar Verwandte sind da. Die Kinder sind bei der Nanny untergebracht. Jetzt kann es romantisch werden. Von ihrem Vater wird Braut Nina zum Strandaltar geführt. Das Wetter ist perfekt. Die Hula-Tänzerin tanzt den hawaiianischen Hochzeitstanz. Jetzt kommt es allein auf Conny an. Okay, Patrick. Und du kriegst natürlich auch noch eine. Geht das drüber? Klar. So, Aloha, ihr beiden. Oder wie wir im Norden sagen, Moin. Das langt schon, ne? Und natürlich auch an unsere Gäste. Nina, deine Eltern, Patrick, deine Schwiegereltern, dein Bruder, seine Freundin. So, ich hoffe, dass ich meine eigene Klaue noch lesen kann, aber ihr verzeiht mir, wenn ich was falsch mache. Naja, normalerweise kann ich auch vor Leuten sehr gut sabbeln. Ich sabbel sehr viel. Aber in diesem Falle, ich mache das ja nicht täglich und es ist ja ein feierlicher Moment. So, pass auf. Wir sind heute an diesem außergewöhnlichen Ort zusammengekommen, um etwas Wunderschönes zu zelebrieren. Ihr habt mir ja so ein bisschen was von euch erzählt. Ne? Ihr seid ja auch erst 2,5 Jahre verheiratet. Das ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Das ist ja was Außergewöhnliches für die. Ich halte ja keinen Vortrag über Campen oder was auch immer. Oder wie baut man Pool. Sondern es ist eine Heirat und das ist ja doch schon was Festliches. Und da ist es eben so, da ich das nicht täglich mache, ist das ein bisschen auch für mich sehr aufregend. Wir sind heute hier an einem Ort, um euer Versprechen zu erneuern. Erneuern ist ja immer etwas Neues machen, aber das tun wir ja gar nicht. Sondern es ist ja für euch nur eine Bestätigung, dass ihr vor 2,5 Jahren das Richtige gemacht habt. Und wir sehen ja an eurer kleinen Familie, dass ihr euch immer noch genauso lieb habt wie am Anfang. Meine Manu und ich sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass auch eine Beziehung nach Jahrzehnten immer noch funktioniert. Und man ist immer noch glücklich. Also, ihr habt noch viel Zeit zum Glücklichwerden, obwohl ihr das ja schon seid. In deiner Rede hast du mich ja auch erwähnt. Ich ja. Nenne das jetzt mal ein gutes Zeichen. Ja, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir uns gegenseitig respektieren, niemals böse Worte zuschmeißen. Jetzt dürft ihr auch was sagen, aber ganz einfach, sprecht mir einfach nach. Ja?
fange mit dir an, Patrick. Einfach wiederholen. Ich, Patrick. Ich, Patrick. Nehme dich, Nina, heute das zweite Mal. Nehme dich, Nina, heute das zweite Mal. Zu meiner wunderschönen Frau. Zu meiner wunderschönen Frau. Von diesem Tage an. Von diesem Tage an. Und auch für immer. Und auch für immer. Ich verspreche dir all meine Liebe und Unterstützung. Ich verspreche dir all meine Liebe und Unterstützung. Nina, jetzt kommst du dran. Okay. Ich, Nina. Ich, Nina. Werde immer an deiner Seite stehen. Werde immer an deiner Seite stehen. Mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Mit all meiner Liebe. Mit all meiner Liebe. Werde ich immer bei dir sein. Werde ich immer bei dir sein. Da bleibt mir also nur noch eins zu sagen. Kraft meines Amtes, welches mir der Staat Hawaii gegeben hat, erkläre ich euch hiermit zum zweiten Mal zu Mann und Frau. Jetzt dürft ihr euch knutschen. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Conny hat seinen Job, obwohl er ihn so selten macht, mit Bravour gemeistert. Ganz toll, wirklich, ganz schön. Schön nicht so lang, ne? Und schön persönlich. Und dann vor der Kulisse, perfekt. Hat er sich wirklich Gedanken gemacht, hat er sich alles zu Herzen genommen. Und ich meine auch, ich hätte ab und zu mal an der Stimme gemerkt, dass es ihm doch ein bisschen nahe gegangen ist, was er gesagt hat. Ja, das war so, das ist meistens immer so, wenn ich dann auch zu dem Part komme, wo sie mir nachsprechen soll, dadurch lebe ich das Ganze ja mal, was ich auch mal mit meinem Engelchen erlebt habe. Und deswegen kann ich das auch in dem Moment nachfühlen. Und da kommen mir so manchmal dann auch die Tränen. Da muss ich dann so ein bisschen, da werde ich dann auch langsamer. Ne? Die mich kennen, die wissen das. Ich merke Conny das natürlich an, dass er aufgeregt ist, an der Art auch, wie er das sagt. Weil er hat mir die Rede am Morgen schon so ein bisschen, so in Teilen eben halt schon mal so gesagt. Und dann hat er das ein bisschen anders gemacht und ein bisschen flüssiger auch gemacht. Aber ja, klar, ist er aufgeregt. Er möchte ja auch das so gut wie möglich machen. Fehlt nur noch das Liebeslied für die Braut. Und damit Manus erster Ukulele-Auftritt vor Publikum. So oft hat sie es geübt. Jetzt muss es sitzen. So, aufgeregt? Nein. Nee. Ja, mehr als üben kann ich nicht. Und ich habe geübt. Ich habe vielleicht in letzter Zeit nicht so oft geübt, weil ich so viel zu tun hatte. Aber man vergisst es ja dann auch mal. Aber ich habe geübt und ich werde mein Bestes geben. Sollte ich mich verspielen, hoffe ich, dass Patrick das ausgleichen kann. Erkannt? Ja. Natürlich habe ich zwei schräge Töne drin gehabt. Ich hoffe, ich habe es natürlich gehört. Ich hoffe, dass die anderen es vielleicht nicht so gehört haben durch den Wind und überhaupt allem drumherum. Aber sie haben da gesessen und Nina hat dann hinterher auch gesagt, sie hat das Lied natürlich auch erkannt und hat sich darüber gefreut. Und ja, es war dann so unsere kleine Überraschung noch für Nina. Wenn man mal so drin ist in dem Flow, also ich finde, es hört sich gut an zusammen. Habt ihr sehr schön gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Guck mal, sagt sogar der Conny jetzt. Ja. Ich finde das Lied wunderschön und bedeutet für mich das, was das Lied halt auch bedeutet. Und ich fand das toll, dass sie das beide vorgeführt haben. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang ist die Zeremonie vorbei. Auch wenn es nur eine Wiederholung des Eheversprechens war, schöner hätte eine richtige Hochzeit auch nicht sein können.
Also ich fand das wirklich schön und ich glaube, den beiden hat es auch gut gefallen. Wir haben hier eine mega Kulisse. Wir haben hier hinten die hohen Wellen. Also ich glaube, schöner geht's nicht. Ich glaube, wenn die beiden genauso lange zusammen bleiben wie ich mit meiner Manu, dann habe ich denen also fürs Leben ein unvergessliches Erlebnis gegeben.